Alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ein herzliches Willkommen. Weiter geht's mit den 300 Abonnenten-Specials. Und diesmal das schlimmste Horrorspiel der Welt. The Binding of Isaac. Ihr habt gerade schon das dramatische und verstörende Intro gesehen. Und ich spiele es zum ersten Mal. Leider ist es, kann ich es nicht aufnehmen mit Vollbild. Deswegen werden wir uns jetzt hier so zu, begnügen müssen. Aber dennoch, fangen wir doch mal an. Ich habe jetzt die Musik ausgeschaltet, denn man kann hier, wie man sieht, Musik nur an- oder ausstellen. Mal sehen, wie das geht mit der Musik jetzt, wenn ich rede. Ich muss das erst testen. Aber, naja, auf jeden Fall starten wir jetzt mal hier. Who am I? Evil Locked. Isaac. Wen könnte ich noch wählen? Magdalene. Cain, Judas, Eve, naja, wir nehmen Isaac. Ich habe keine Ahnung, um was es in diesem extremen Spiel geht. Shift or E, Item Space, ASDW ist rumlaufen, okay. Das ist hier der kleine Isaac. Und Arrow Space, okay. Pfeiltasten ist Attack. Bomb ist Shift or E. Space ist Item. Okay. Was muss ich jetzt machen? Oh. Okay. Oh Mann, das kann ja was werden. Oh. Ja. Habe ich mich jetzt selbst gesprengt? Scheiße. Ja, ich habe mich jetzt selbst gesprengt. Okay, ich muss mich an die Steuerung noch gewöhnen. Bomben habe ich jetzt schon keine mehr. Gut. Au, du Mieser. Okay. Das ist sehr seltsam. Und ich
Ich habe auch keine Ahnung, was das darstellen soll. Redet mich gerade so ein bisschen an Pac-Man. Okay. Kann man hier so auch? Nee, dann machen wir es doch gleich so. Wenn es mit der Maus auch geht, dann machen wir es mit der Maus. Okay, wahrscheinlich das Feuer hier. Gut. Es ist wirklich eines der schlimmsten, muss ich das sagen. Oh shit! Ich kill mich hier selbst. Oh Gott! Ich wusste doch nicht, was das ist! Mann! Ja. Gut. Ich bin schon fast tot. Und hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ach, da geht's auch noch lang. Oh shit. Ah! Oh, jetzt bin ich tot. Glaubt es kaum, ich bin bei so einem Spiel gestorben. Naja, versuchen wir es nochmal. Okay, jetzt kann ich nur noch hier lang. Okay. Kann ich die Steine hier sprengen? Ja, kann ich. Ich bin Isaac. Bombe, Bombe, Bombe. Oh, dann gehen wir nicht. Ach du meine Güte. Ah, du! Hier könnte ich dann nochmal sprengen. Das mache ich auch. Oh, da ist noch eine Bombe. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt eine Bombe wegwerf und noch eine hab. Oh Gott, Isaac vs. Larry Jr. Oh Gott. Habe ich auch so sehen? Ein Kackhäufchen gemacht. Nee. Was soll die Scheiße? Nein, lass mich hier drin. Ach du meine Güte, was habe ich mir da eingebrockt mit dem Spiel? Ich habe das Spiel von Steam kostet, glaube ich, 1 Euro und genauso spielt es sich auch. Es ist. Also, die kacken hier alles zu, das ist. Oh Mann. Ein Wurm, der seine eigene Scheiße frisst und hier doch alles zukackt. Was ist das? Rotten Meat. Okay. Soll ich jetzt raufgehen oder in die Falltür rein? Ich bin nackt. Ich bin ein nacktes kleines Kind. Und das, ich weine. Ich geh mal hier rauf. Achso, das ist einfach immer wieder. Gut. Dann gehen wir hier in die Falltür. Oh nein. Yay, in der Perücke, yay! Oh Gott, ich bin immer noch ein nacktes kleines Kind. Gehen wir mal links. Nein, lass mich hier fliegen! Okay. Ach so, kann ich die Steine auch... Ja, man merkt schon, meine Grafikkarte kommt mit dem Spiel gar nicht klar. Okay, im Stein ist wirklich was drin. In der Scheiße ist wirklich was drin. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh Gott. Oh, der läuft ohne Kopf noch weiter. Lass mich hier drin. Oh Mann. Oh Mann, was ist das jetzt? Ein Zäpfchen? Pilz. Oh yeah, Quee.
Hier kann ich noch nicht lang. Nee. Was ist denn das denn? Oh! Nein, 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 nein! Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Glaub mir das. Oh. Yeah! Es ist echt nicht so einfach. Wow! Oh. Meine Fresse. Nein, ich lauf genau rein. Okay, was? Oh! Hab mir das jetzt gebracht? Ein Riesenherz? Yay, Leiba! Ich kann hier den Stein irgend... Was? Was hat mich jetzt da vorne dran? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich habe jetzt irgend so einen Sack vorne dran. Kann ich damit hier jetzt hier aufmachen? Nö. War ich hier schon? Also das Spiel ist echt der Hammer. Also der Bringer, holt euch dieses Spiel. Aber ich habe dennoch keine Ahnung, was ich hier veranstalten soll noch. Okay. Oh Gott. Yeah, yeah. Was zum Teufel hängt denn jetzt da vorne dran? Das Herz? Ja, ist ja sehr nett und schön da alles, aber ich komme nicht weiter. C. Wenn wir C drücken, nee. Hier, nee. Quee, nee. E. Oh. Gut, das war die letzte verschwendete Bombe. Ach so. Gut. Eigentlich müsste ich hier irgendwie runterkommen. Aber ich weiß gerade nicht wie. Bombe? Ich probiere jetzt mal. Ups, ne. Oh, ah, zurück. Back. P ist Pause. DF. G, H. Ups. Nein. J. Also. Ach, das wäre die Musik wieder. Gut. Mal mit Musik ein bisschen. Aber irgendwie. Meine Güte. Ich mach mal die Musik wieder aus. Bateman. Ich weiß noch nicht. Controllers. As a re-off, level flip off, gamepad, use joy key. Use joy to key. Google it. Google it. Google it. Das mögen wir doch. Kann ich jetzt hier einfach so sagen? Nee, 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 nee. Google it. Es geht hier aber auch nichts. Ich stelle mich gerade etwas blöd an. Ich weiß. Aber auch hier geht's nirgends lang. Ich habe ja dieses Zeichen, das auch hier ist, aber ich weiß nicht, wie man das verwendet.
so Shift. Shift geht auch nicht. Ups. ja. Gut. Oh. Ach, muss sie irgendwie da in die Engstellen locken. Ah, jetzt habe ich den goldenen. Was ist das hier? Ist doch noch irgendwas. Nee, hier ist nichts mehr. Uff. Oh je. Okay. Mal unten lang. Ruck! Oh je. Fliegen, fliegen, Hilfe! Das ist so krank, dieses Spiel. Also, es gibt da sehr viele. Ey! Bleib her! Ey! Komm, oh. Komm. Kommst du jetzt? Oh oh. Ja. Meine Güte, du kleiner Drecksack. Dann sind doch nur Fliegen drin. Gut, eine Bombe. Wohin? Rauf oder runter? Achso, da komme ich wieder da zurück. Okay. Weiter runter. Oh shit, oh shit. Oh. Ah. Was war das jetzt? Ist das ein Selbstmordbaby oder was auch immer das sein soll? Oh. Yay. Oh oh. Isaac versus Monstro. Oh je. Wow! Oh Mann, das Spiel ist herrlich. Oh, 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 oh. Nein. Ich habe auch keine Bombe mehr. Naja, boah, jetzt dachte ich, ich renne wieder genau rein. Kotzt mich nicht voll. Ich werde in so Horrorspielen oder so ähnlich. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das Horrorspiel nennen soll. Ja, es ist irgendwie doch ein Horrorspiel. Horrorspiel. The Binding of Isaac. Also wenn ihr auf dem Spiel steht, und ich kann es immer noch nicht beschreiben, unter welche Kategorie ich das Ding setzen soll. dann holt es euch auf Steam da 2 Euro oder so. Oder 1 Euro, ich weiß es nicht. Aue, das hat mich erwischt. Aber jetzt habe ich dich bald. Du fettes Stück. Irgendwas. Ja. Ein Radioactive Spider. Herz. Herz. Lippenstift. Moms Lipstick. Gott, das ist so schrecklich. Aber zuerst gehen wir jetzt mal weiter, weil ich kann ja jetzt auch hier rein. Schlüssel auch ein. Kann ich hier auch irgendwie rein? Nee. Ob ich jetzt hier reinkomme? Ja. Zuerst die Kacke zerstören, in der Kacke ist immer irgendwas Wertvolles. PHD. Mein Gott. Jetzt müsste ich eigentlich hier auch reinkommen oder auch nicht. Gut, dann
Geh nur weiter. Also. Ah! Jetzt ist das hier offen. Oh. Ja, verdammt, fliegen! Noch mehr fliegen, oh Gott! Oje! 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 Diese Fliege hat verdammt viel Schwein. Ja. Was? Oh. Mann. Das ist schlimmer wie Left 4 Dead, das ist schwieriger. Kommt jetzt noch was? Na Gott sei Dank. Puh. Jetzt haben wir nochmal einen Key gefunden. Vielleicht geht der jetzt für das eine Schloss. Ob ich das noch erlebe, ist eine andere Frage. Gut. Oh yeah. Aha. Ach, okay. Jetzt habe ich's geschnallt. Mein Gott. Hä? Nicht besonders viel drin. Okay. Hier war ich schon drin. Ach, hier geht's wieder runter. Yay! Ah. Die Musik ist ziemlich cool. Ich lasse jetzt mal die Musik an. Wow. Musik ist echt cool, ich will die eigentlich gar nicht hören. Ich lasse die Musik an und hoffe, dass ihr mich gut hört. Leider geht's nicht anders. Bis ich mein Mikro habe, dass ich das extern aufzeichnen kann. Hallo. Gut. Was ist jetzt los? Jetzt hat er einen Hänger. Scheiße! Wenn ich jetzt Replay klicke, komme ich dann ganz am Anfang. Ja, gut Leute, das war The Binding of Isaac. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, schreibt es mir bitte nicht in den Kommentaren. Nee, es ist ja ein ganz nettes Spiel für nebenbei. Mehr wie 1 Euro oder 2 Euro, wie es auf Steam auch immer jetzt kostet. Das ist übrigens in der
Holiday Sale drin. Ist es auch nicht wert. Naja. Das nächste Mal kommt ein richtiges Hammer. Aber die Musik gefällt mir echt gut. Ja, das nächste Mal kommt wieder ein echtes Sauerspiel. Danke fürs Zusehen, Leute.